herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Falsche Land. So, nach der sehr erfolgreich wirtschaftlichen Woche von letzter Woche, also sehr erfolgreichen Woche letzte Woche, sind wir. Oder muss ich noch ein Feld ernten? Nämlich das Pachtfeld 127, da ist noch Dinkel drauf. Und den werden wir auch direkt verkaufen müssen, denke ich. Den verkaufen wir direkt und dann spiele ich mit dem Gedanken, dass ich mir... Also ich habe ja nur einen... Warte mal. Ich habe den Marcel Ferguson, der beim Palettenwerk bei der Karton- und Papierproduktion steht. Und den Manitou im Wald. Und habe eigentlich sonst selber keinen Traktor, der einen Frontlader hat. Und das ist so ein bisschen ein Nachteil, weil ich habe ja damals den John Deere, den ich hatte, hatte ich ja verkauft, weil wir ja die Agrargenossenschaft gegründet hatten und der Vin Diesel einen hatte. Aber letzte Woche haben wir ja aufgehört, oder ich bin ja aus der Agrargenossenschaft offiziell ausgetreten, ich habe keinen Bock mehr darauf, weil einfach nichts vorwärts geht. Und deshalb bräuchte ich jetzt eigentlich schon wieder einen Traktor mit Frontlader, der auch was kann. Also den ich nicht nur für Frontladerarbeiten einsetzen kann, sondern der vielleicht auch mal eine Drille zieht oder sonst irgendwas. Oder einen Anhänger. Stämme verlädt, zum Beispiel im Wald. Dafür bräuchte ich wieder einen Traktor. Und da werde ich mal wahrscheinlich nach der Ernte den Kollegen Neumann anrufen und den mal fragen, was er da so im Angebot hätte. Beziehungsweise ich werde ihm sagen, was ich ungefähr will. Dann lasse ich mir mal ein paar Angebote schicken. So, da ist nämlich das Feld, was wir noch ernten müssen. Ich bringe jetzt kurz den Anhänger nach Hause. Und dann fahren wir zum Feld. Bin mal gespannt, wie viel Steuern ich diese Woche zahlen muss. Das müsste einiges sein. Ich habe ja insgesamt knapp 700.000 Umsatz gemacht. Und Frontlader habe ich, glaube ich, noch. Ja, das ist ja halt der hier. So. Frontlader habe ich noch, Dings da habe ich noch. Aber die muss ich dann wahrscheinlich mal gucken, was wir damit machen. Falsch gefahren. Und so woanders hin. Muss doch zu Feld 127. Nicht zum Sägewerk. Irgendwie im Kopf gehabt, dass ich ein Sägewerk will. Und eigentlich wollte ich den LKW auch mal neu lackieren.
Muss ich mal gucken, ob ich vielleicht beim Neumann auch irgendwie Sprühdosen oder so krieg. Auch eine Sprühpistole. Dann stelle ich mir die, mache ich da eine Halle fit bei mir zu Hause und dann fahre ich da die Sachen rein und lackiere die mal oder irgendwie so. Bin mal gespannt, wie viel Dinkel da noch runterkommt. Weil Geld können wir brauchen. Warte mal, ich glaube, ich fahre ein bisschen mehr in die Ecke und fange da an, damit ich das Vorgewende schaffe. Ich glaube, letztes Mal war das ein bisschen knapp und dann hat es nicht gereicht. So, los geht's. Bin ja froh, dass ich das Feld Dinkel wieder in Erinnerung bekommen habe. Ich habe nämlich gedacht, wir hätten diese Woche gar nichts zu tun, außer ansehen. Aber so ist es nicht. Und vor allem bringt es uns auch nochmal ein bisschen Geld. Nie hatte ich sogar den Pflanzenschutz rechtzeitig drauf bekommen. Aber es ist, glaube ich, nicht zweimal, nicht 100% gedüngt, oder? Na, 50% gedüngt. Aber naja, was soll's. Ich habe ja die Felder nochmal gepachtet. Weiß noch gar nicht, was ich drauf mache. Mal gucken, was unsere Tierchen überhaupt brauchen. Sojabohnen, Mais, Gerste, Zucker, Rüben, Karotten. Sojabohnen haben wir noch, Gerste haben wir auch. Weizen. Weizen haben wir nicht so viel. Vielleicht mache ich auf einem Feld Weizen. Und auf die anderen keine Ahnung was. Volker, warum? Hallo? Hallo, das ist der Norman. Servus. Und zwar einmal bitte Steuern. Ja, wie viel?
52.500. 59. 52. 53. 52.500. 52.500. Ja. Ah, Moment. Mach ich doch gleich. Okay. Habe ich dir überwiesen. Ich habe noch eine Frage. Ja. Kommst du irgendwie an Sprühlack oder sowas ran? Sprühlack? Ja, ich wollte meinen Frontlader eventuell umlackieren. Und meinen LKW auch. Ein Frontlader und. Was ist das denn für dein LKW auch noch? Naja. Sollte ich drankommen, ja. Also zum Kaufen. Also dass ich das selber mache, oder machst du das? Kannst du das? Kann das auch. Ja, das wäre ja schicki. Mach ich dir eine Halle neben dem Haus, hängen wir mit Folie ab und dann kannst du da sprühen. Jo. Achso, übrigens, dein Gabelstapler ist schon beim Metzger. Supi. Und die anderen zwei Sachen, die Sämaschine und das Auto, stehen bei mir auf dem Hof. Okay. Hast du einen Tieflader? Nee, aber ich lade mir wahrscheinlich dann von der Gemeinde was aus. Ah, okay. Dann habe ich. Das heißt, du würdest mir das runterbringen? Ja, runterbringen, ja. Okay, dann gibst du Bescheid, wenn du da bist, dann würde ich rüberkommen. Jo. Gut, dann, ich hätte nämlich noch ein anderes Anliegen, aber das bedarf wahrscheinlich etwas mehr Diskussion. Jo. Gut, dann komme ich demnächst runter. Oder bis die Tage. Jo. Ciao. Ciao. Na, super. So, also so wie es jetzt aussieht, hätte ich auch das komplette Vogelwände fahren können. Aber naja, sicher ist sicher. Dann die Folie drauf. Jetzt drauf genommen. Sieht so aus. ja, jetzt leider über. Das hört man doch gleich. Gut. Also einmal außenrum 10.000. Da könnte der Anhänger nochmal voll werden. Und das GPS hier wollte ich, glaube ich, auch nachrüsten lassen. Wobei natürlich die Frage ist, ich habe ja überlegt, ob ich in einen größeren Drescher investiere. Was wir da tun?
ob ich tatsächlich in den größeren Drescher investiere. Oder ob wir einfach den hier noch eine Weile behalten. Meine, er tut ja seine Arbeit. Ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Es wäre nur ein gewisser Luxus zu sagen, wir haben dann einen Drescher, der eine deutlich größere Arbeitsbreite nochmal hat, über 4 Meter mehr. Fast 5 Meter mehr. Wäre halt auch ein bisschen effizienter, ne? Aber ich glaube, das muss noch eine Weile warten, weil wie gesagt, ich brauche noch einen Traktor mit Frontlader. Und da hätte ich eigentlich nicht gern so eine kleine Rutsche, sondern schon einer, der auch ein bisschen Leistung hat. Aber das soll mich der Neumann beraten. Er soll auch mal was tun für sein Geld. Also wenn ich aber den Drescher hier behalte, dann werde ich da auf jeden Fall GPS nachrüsten lassen. Das ist halt die Sache. Muss ich halt noch mal ein paar Tausend investieren. Ich weiß gar nicht mehr, was RaceX damals verlangt hat für den Satz. Ich glaube 15.000 oder 18.000, irgendwie so rum. Stimmt ja, ich habe ja die neue Condor gekauft letzte Woche oder bestellt. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass ich mir eine neue Sämaschine gekauft habe. Und das Auto. Auto, ja klar, ein Benes. Quatsch. Ein Benzer. So, ich werde jetzt hier mal gerade rausfahren. Damit wir hier so einen kleinen
Anfang haben und dann fahren wir jetzt runter und hoch. Schöne Körner. So, was ist denn der Gerstepreis, der Dinkelpreis? Weil nachdem wir letzte Woche verkauft haben. Ja, ja. Immer noch schön. Da lohnt sich dann auch nochmal, wenn wir verkaufen. Und ich habe ja auch noch welches, welchen, also ich habe ja auch noch Dinkel im Silo. Also von dem her, da winkt man mal ein bisschen Gewinn. Und dann sollte ich auch genügend Geld haben für einen weiteren Traktor. Ich hatte zwar überlegt, ob ich ein bisschen Kredit abzahle, aber solange sich die Bank bzw. der Neumann sich nicht darum kümmert, dass ich da was zahle, werde ich das auch erstmal nicht tun. Hier habe ich wohl eine Ecke vergessen mit Pflanzenschutz. Naja, was soll's. Gibt trotzdem genügend Ertrag. So, liebe Leute, aber wir werden weiter ernten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Wilde Farming. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.